Seitdem er in die Rache der Sith in seinen Anzug gesteckt wurde, beschäftigten Vader die ganze Zeit diese drei Dinge. Zahlreiche Jedi für seinen Meister zu jagen und zu töten, wie er Padme von den Toten zurückholen könnte und seine Niederlage gegen seinen alten Meister Obi-Wan Kenobi. Später kam da auch noch seine zweite Niederlage gegen ihn hinzu. Die beiden Kämpfe ging er regelmäßig in seinem Kopf durch und fragte sich, wie er sie hatte verlieren können, obwohl er doch eigentlich der stärkere Machtnutzer und Kämpfer war. Schließlich war er ein Held der Klonkriege gewesen, der Auserwählte. Selbst die fähigsten Schwertkämpfer wie Count Dooku und Syndrellic waren ihm nicht gewachsen. Wahrscheinlich war es genau diese Arroganz in Kombination mit seinem Zorn, die ihn in beiden Kämpfen unvorsichtig wurden ließen und letztendlich seine Niederlage herbeiführten. Deswegen erwartete er den nächsten Kampf gegen seinen alten Meister mit einer Mischung aus Hass, Wut und Angst. Denn es gab wirklich nicht viele, die gegen ihn auch nur die geringste Chance hatten, doch Kenobi war es schon zweimal gelungen, ihn zu besiegen. Aus diesem Grund trainierte und meditierte Vader jahrelang, versuchte seine Verbindung zur dunklen Seite so stark wie möglich zu machen, um sich auf ihren nächsten Kampf vorzubereiten. Doch nichts konnte ihn darauf vorbereiten, was ihn auf dem Todesstern erwarten würde. Dort treffen die beiden alten Freunde ein letztes Mal aufeinander. Heute holen wir wieder ein Buch zur Hand, dieses Mal die Macht des Todessterns. Die Handlung fängt mit dem Bau des Todessterns an und hört mit den Geschehnissen von Eine neue Hoffnung auf. Wir können auch dieses Buch sehr empfehlen und haben es euch deswegen unten verlinkt. Und um das Video auch ein bisschen spannender zu gestalten, benutzen wir hier und da auch die von Fans verbesserte Version des Kampfes. Wir haben auch die euch unten verlinkt. Aber kommen wir jetzt zu dem finalen Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. Wenn man genau hinschaut, kann man sogar sehen, wie nervös Vader hier ist. Sein Lichtschwert hält er die ganze Zeit wie ein Schutzschild vor seinen Körper, um auf jeden Angriff Kenobis vorbereitet zu sein. Natürlich wurde das von George Lucas so nicht geplant. Der Kampf sieht halt so aus, weil der Film 46 Jahre alt ist. Trotzdem passt die Inszenierung der Szene perfekt in das Narrativ, das danach darum gesponnen wurde. Jedenfalls merkte Vader im Kampf relativ schnell, dass Obi-Wan nicht mehr ganz der Kämpfer ist, der er mal war. Seine Blütezeit war vorbei und Vader war mittlerweile sogar stärker als damals. Das Blatt war gewendet und er konnte den Sieg schon schmecken. Mit der Macht der dunklen Seite als Verbündeten ging er auf Kenobi los und bombardierte ihn mit Attacken, die der alte Jedi mal mehr, mal weniger geschickt parieren konnte. Irgendwann hörten die beiden eine Stimme, die Obi-Wans Namen rief. Obi-Wan drehte den Kopf und entdeckte Luke. Dieser Junge, der sich später als sein Sohn herausstellen würde, war Vader zu diesem Zeitpunkt noch gänzlich unbekannt. Jedenfalls wurde er etwas verunsichert, als Obi-Wan anfing zu lächeln. Warum tat er das? Fiel Vader gerade auf irgendeinen Trick seines alten Meisters rein? Trotzdem setzte er den Kampf fort und behielt weiterhin die Überhand, bis Obi-Wan quasi aufgab. Er blieb einfach stehen und schloss die Augen. Diese Chance nutzte Vader natürlich, um das Ganze ein für alle Mal zu beenden. Ohne zu zögern holte er aus und tötete seinen alten Meister. Fast sofort überkam ihn eine Welle von Erleichterung, Stolz und Erfüllung. Endlich hatte er die Rache bekommen, die er sich jahrelang ersehnt hatte. Die eine Person, die ihn ununterbrochen in Gedanken an sein größtes Versagen erinnerte und plagte, hatte er jetzt vernichtet. Doch dieser Moment der Ekstase hielt nur Sekunden an. Sein Stolz verschwand so schnell, wie er gekommen war und wurde durch Verwirrung, Angst und Panik ersetzt. Kenobis Körper müsste eigentlich in zwei Teilen zu seinen Füßen liegen, doch da war nichts mehr. Seine Roben und sein Lichtschwert waren noch da, doch von ihm selbst war keine Spur. Vader ging in Gedanken mehrere Male durch, was gerade geschehen war und konnte es sich einfach nicht erklären. Dann fiel ihm ein, was Obi-Wan mitten im Kampf zu ihm gesagt hatte. Du kannst nicht gewinnen, Darth. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger werden, als du es dir auch nur entfernt vorstellen kannst. Hatte er seine wahre Macht nur versteckt? Hatte er vielleicht eine Fähigkeit erlernt, die die Wahrnehmung anderer beeinflussen konnte? So etwas wie eine Machtillusion. Seine rasenden Gedanken kamen zum für ihn einzig logischen Schluss. Kenobi musste wohl eine Illusionsfähigkeit erlernt haben, die er ihm nie gezeigt hatte. Eine Fähigkeit, zu der nur die mächtigsten Machtnutzer imstande waren. Er muss so mächtig gewesen sein, dass er wie Palpatine Jahre zuvor seine wahre Macht sogar verbergen konnte. Wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt. Aber es ergibt Sinn, dass Vader hier so denkt. Obwohl, wenn man es von einem bestimmten Standpunkt aus betrachtet, liegt er hier doch nicht so falsch. Man könnte durchaus sagen, dass das Einswerden mit der kosmischen Macht eine der mächtigsten Fähigkeiten der Jedi ist. Schließlich ist es in tausenden Jahren Geschichte nur einer Handvoll Jedi gelungen. Wir spulen ein bisschen vor. Der Todesstern näherte sich nun Yavin 4 und Vader befand sich in einer tiefen Meditation, noch immer auf der Suche nach Antworten. Er kam zu dem Schluss, dass er doch nicht so mächtig war, wie er dachte.
hatte und dass er die tiefsten Geheimnisse der Macht vielleicht nie kennen würde. Er wurde auch ein bisschen paranoid und glaubte irgendwann, dass Darth Plagueis seine Hände im Spiel hatte. Dass er irgendwo sein Wissen über den Tod und wie man ihn hintergehen konnte, aufgeschrieben hatte. Und dass Obi-Wan diese Schriften irgendwie in die Hände bekommen hat. Dieser Kampf ließ selbst Wochen danach Vader einfach nicht los. Er war paranoid und fest davon überzeugt, dass Kenobi jederzeit auftauchen und ihn erledigen würde. Es würde ihm zwar nicht ähnlich sehen, aber vielleicht wäre er ja zugunsten des großen Ganzen bereit, jegliche Mittel zu benutzen. Vader lag natürlich absolut falsch, aber wie gesagt, es passt in die Denkweise eines Sith. Mit der Zeit ließ sein Verfolgungswahn nach. Doch ganz konnte er dieses Gefühl nie abschütteln. Ein Teil davon blieb und begleitete ihn tatsächlich bis ans Ende seiner Tage. Die Fähigkeit, nach dem Tod ein Machtgeist zu werden, war ja schon unfassbar selten. Aber es gab noch eine Fähigkeit, die in den Filmen nur ein einziges Mal benutzt wurde und danach nie wieder. Obwohl sie verdammt mächtig ist und in vielen Situationen das Blatt wenden kann. Machtgeschwindigkeit. Haben die Jedi diese Fähigkeit irgendwie einfach vergessen oder was war da los? Mehr dazu in diesem Video. Josh und Dima out.